Dankeschön. Ja, wie Sie heute schon gehört haben, es geht bei mir um maschinelles Lernen. Ein Gebiet, das uns alle zunehmend betrifft und das aber noch relativ unbekannt ist. Hierzu lassen Sie mich ein kleines Beispiel ausführen. Stellen Sie sich vor, Sie sind 34 Jahre alt, verheiratet, haben ein Kind und wollen sich einen Traum vom eigenen Eigenheim realisieren. Wie bei so vielen Menschen führt der erste Weg dazu zur Bank. Sie benötigen einen Kredit, ca. 100.000 Euro. Sie sind bei einer Anwaltskanzlei seit 5 Jahren angestellt und Ihr Bankberater meint, bei Ihrer Ausgangslage sollte das kein Problem sein. Nach 2 Wochen die Ernüchterung, Ihr Kreditantrag wurde abgelehnt. Sie können sich das nicht erklären, Ihr Bankberater allerdings auch nicht. Was ist also passiert? Entschieden haben Maschinen. Um das Risiko eines Kreditausfalls besser einschätzen zu können, verwendet Ihre Bank neuerdings maschinelles Lernen. Dabei wird versucht, in Daten von früheren Kreditnehmern Muster zu finden, durch die sich ein Kreditausfall absehen lässt, also prognostizieren lässt, und die Daten von neuen Kreditnehmern damit zu vergleichen. Eine Möglichkeit, solche Muster zu erkennen, sind sogenannte Random Forests oder zu Deutsch zufällige Entscheidungswälder. Solche Entscheidungswälder bestehen aus vielen einzelnen Entscheidungsbäumen. Einen solchen Entscheidungsbaum möchte ich Ihnen heute zeigen. Um so einen Entscheidungsbaum bauen zu können, benötigt man Kriterien, anhand deren der Baum entscheidet, in welche Richtung er geht. Ein solches Kriterium könnte beispielsweise das Einkommen sein. Stellen Sie sich vor, ich wäre ein solcher Entscheidungsbaum. Mein Stamm wäre das Einkommen ein sehr wichtiges Kriterium für die Vergabe eines Kredits. Vom Einkommen ausgehend verzweigt sich der Baum in 2 Äste, ein Ast nach links und ein Ast nach rechts. Nach links bedeutet beispielsweise Einkommen über 25.000 Euro. In diesem Fall würde das System sagen, Einkommen genügend, Kredit gewährt. Hingegen beim Einkommen unter 25.000 Euro stellt das System eine weitere Frage. Der Ast verzweigt sich weiter. Eine mögliche Frage in dem Bereich wäre zum Beispiel, bestehen finanzielle Verpflichtungen, Unterhaltsansprüche? Sind Sie verheiratet? Haben Sie jemanden, dem Sie Geld schulden oder Geld zahlen müssen? Wenn ja, dann wird das Ganze eher schwieriger. Daher wird das System eher den Kredit verweigern. Wenn nein, besteht eine gute Chance, dass Sie trotz Ihres geringen Einkommens den Kredit zurückzahlen können. Daher wird das System Sie zulassen. Sie sehen, ein einzelner solcher Entscheidungsbaum bildet nur einen sehr kleinen Bereich der Realität ab. Ihnen fallen sicher hunderte Beispiele ein, wo diese einfache Entscheidung zum falschen Ergebnis kommen würde. Um daher verlässliche Entscheidungen treffen zu können, benötigt man viele solche Entscheidungsbäume, einen ganzen Wald an Entscheidungsbäumen. Um dafür zu sorgen, dass diese Entscheidungsbäume voneinander unabhängig sind, wählt man viele unterschiedliche Kriterien. Jeder Baum hat seine anderen Kriterien und hat auch einen leicht anderen Datensatz an Kreditnehmern, den er betrachtet. Zusammengenommen stimmen diese Bäume ab. Wie in einer guten Demokratie üblich, jeder Baum hat eine Stimme. Und die Mehrheit der Bäume entscheidet, ob das System den Kredit gewährt oder ihn verweigert. Was ist aber nun unserem ursprünglichen Kreditnehmer passiert? Warum wurde sein Kredit verwehrt? Nun, dafür gibt es im Wesentlichen 2 Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, er hatte einfach Pech. Seine Daten waren denen von früheren schlechten Kreditnehmern zu ähnlich, ohne dass es dafür irgendeinen rationalen Grund gab. Das System hat ihn also unberechtigterweise abgelehnt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass der Bankberater ein wesentliches Detail in dem Lebenslauf seines Kunden übersehen hatte, den Kredit also hätte verwehren sollen und das System dieses Detail erkannt hat und daher damit die Bank vor großem Schaden bewahrt hat. In beiden Fällen ist aber problematisch, dass weder Bankberater noch Kunde die Entscheidung nachvollziehen können. Sie sehen nur das Endresultat, abgelehnt oder angenommen, und können mit diesem Endresultat aber nicht wirklich was anfangen. Es ist ein wichtiger Indikator für Sie, aber Sie verstehen nicht, wie dieser Indikator zustande kommt. Daher glaube ich, dass es wichtig ist, solche neuen Methoden
zur Risikoeinschätzung einzusetzen, aber sich immer dessen bewusst zu sein, dass sie nur ein Hilfsmittel sind und niemals das alleinige Entscheidungskriterium für so wichtige Dinge. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.